Heute stehe ich an einem Grab. Der Monat November mit den Festen aller Heiligen, aller Seelen oder auch Totensonntag und Volkstrauertag erinnert an Verstorbene, an Menschen also, die unter uns gelebt haben und gestorben sind. Auch an diesem Grab hier denken wir an Verstorbene. Diese Verstorbene sind bekannt, sie haben Familie. Diese Familie kümmert sich um das Grab, Blumen werden gepflanzt, der Jahreszeit entsprechend werden die Gräber gerichtet. Hier im Süden von Deutschland findet man auch kleine Schalen oder Behältnisse auf den Gräbern mit Weihwasser. Dieses geweihte Wasser wird auf das Grab gesprengt. Gräber und eine dementsprechende Verehrung finden wir auch in anderen Religionen. Wir Menschen fühlen uns mit Menschen verbunden, auch über den Tod hinaus. Dieser Blick auf Verstorbene ist auch wichtig. Er eröffnet uns eine neue Perspektive, weg vom Irdischen hin zu einer anderen Wirklichkeit. Solch ein Grab macht uns nachdenklich. Was stufen wir für wichtig ein? Woran hängt unser Herz? Solch ein Grab weitet unseren Blick. Ich finde, das ist gut so. Indem die Erinnerung an den Verstorbenen in uns lebendig wird, wird gleichzeitig vieles Irdische relativiert. Der Monat November steht dafür ganz besonders. Einen gesegneten Tag, Ihr katholischer Rundfunkpfarrer, Pater Alfred Tönnies.